Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ich überlege jetzt gerade, wo ich sie reinmache. Nehme einfach mal hier den Block raus. Den habe ich jetzt genommen, genau den an der Mitte. Ne? Ich weiß auch natürlich nicht, wie weit so eine Weichreiter die hat. Weitreiche, jo. Reichweite natürlich. Wir finden es einfach raus, denke ich. So. Ich kann nur so, ne? Noch ein höher wäre zu hoch. Wenn meine Gedankengänge gerade richtig sind. So macht das richtig und da nicht, oder was ist das denn? Das Problem ist halt jetzt hier die Schräge. Deswegen müsste es eigentlich... Ist es so scheiße. Ist es auch. Kannst du vergessen. Ich muss das hier reinsetzen. Bringt mir nichts. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie effektiv die Dinger sind. Weil die sind nicht teuer. Die Munition kostet kein Gunpowder. Wenn die effektiv sind. Why not? Irgendwas ist immer, ne? Der muss natürlich jetzt 2 hoch. Sieht natürlich jetzt scheiße aus. Wollen wir uns nicht vormachen? Wenn man das natürlich weiß, wenn das funktioniert, kann man das später natürlich direkt so bauen, dass man es vernünftig mit einbauen kann. Könnt ihr natürlich jetzt auch nur eins in die Richtung schießen lassen, das andere in die Richtung. Aber wir werden das hier einfach mal auf eine konzentrieren. So, ich werde jetzt auf jeden Fall noch so ein Moped brauchen. Jetzt muss ich gucken. Ne, kannst du nur die Pfeile reinmachen. Gut, da haben wir auf jeden Fall welche da. Schon im Inventar. So, der wird direkt losballern, wenn ich den Saft gebe. Ich weiß halt, ich mach's jetzt einfach. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die
zum Bösen, das hier kappen. Ach Junge, jetzt kommst du im falschen Moment. Ich bin noch nicht fertig. Jetzt mal kurz gewartet. Hätten wir das dann direkt mal mit dir antesten können. Den nehme ich jetzt von hier. Und den da dran. Ah, das war Naul. Ist auch zu früh, Jungs. Fernbedienung wäre schön, dass ich jetzt hier von außen anschalten könnte. Jetzt kommen die alle hier lang, ich werde wahnsinnig. Steh auf. Komm mal, eilig, dann können wir jetzt mal die Kreiseldinger anschmeißen. Und bis wir da sind, sind die wahrscheinlich schon wieder alle kaputt. Ja, komm mal her, schön. Komm. Weg ist die Rübe. Ja, wenn ihr so ein paar kommt. Oh, eine Schreiflohme auch noch. Schnell zumachen, die Luke. Ich weiß auch gar nicht, was die jetzt kommt. Ich weiß auch nicht, was die da hinten stehen bleibt, wenn die Fortune hier vorne sind irgendwo. Den müssen wir wieder dran machen, ja. Wir müssen das ja eh mit einer Treasure Plate machen. Oh. This power source cannot have a permanent connection. Mich verarschen oder was? Ihr seht, ne? Fummelig das Ganze. Mal eben checken. Läuft, läuft, läuft. Das Schöne ist, wir haben ja auch ein Schalter hier, den Switch. Könnte ich natürlich draußen hinmachen, könnte ich draußen an- und ausschalten, aber. Ich kann die Dinger eigentlich auch auflassen. So, perfekt. Muss ich erstmal nochmal raus. Wir haben natürlich noch
Jetzt steht einer in Richtung des Geschütz, oder was? Der will mich auch verarschen. Gehen wir nochmal rein. Man muss Geschütz noch antesten. Wo ist er? Ja, leck sie nieder. So, müssen wir natürlich jetzt erstmal ein bisschen Platz schaffen, ja. Ja, aber das da nicht drauf war, das hier drauf war. Das Ding ist, ich muss da gleich eh noch ein Relais drin reinmachen. Oder Verteiler, besser gesagt. So, komm, sonst kann ich da gleich nicht hinlegen. So, ich denke mal, von der Pressure Plate kannst du wahrscheinlich auch nur ein Kabel ziehen. Probier's mal eben aus. Oh ne, gehen sogar zwei. Perfekt. Brauche ich die Pressure Plate nur noch an einen Dingen drin machen. Jetzt habe ich keinen Dingensstein, das könnte man aufnehmen. Ja, ihr seht, ich selber löse sie natürlich auch aus. Und das ist natürlich jetzt suboptimal. Normalerweise hätte ich hier reingemusst, ne? Weil sobald hier einer drauf ist, schießen die natürlich schon los. Ich meine, die sind ja schnell nachts, bis sie hier sind. Kommt darauf an, wie schnell die Dinger rausballern. Wie gesagt, es soll jetzt nur zum Testen sein. Da das nicht optimal ist, ist mir klar. Man müsste halt die Pressure Plate genau oder ein Abstand nur. Ich weiß nicht, wir werden es sehen. Kommt darauf an, wie schnell die halt laufen. Die Zombies. Und natürlich Hunde, wenn die jetzt hier... Wird es auch nicht unbedingt ausgelöst. Ja, aber da muss ich jetzt von der Pressure Plate nur noch drin noch. Das könnte ein bisschen komplizierter werden. Also machen wir es von hier. Nach hier, das geht perfekt. Dann brauche ich nämlich nur von denen nach drinnen. Jo. Gehe ich noch mal kurz rein. Vielleicht kommt er jetzt auch gleich wieder. Kommen ja nachts immer Wanderhorden hier vorbei. Können wir ja mal kurz drüben bleiben. Können wir mal kurz unseren Stein holen, der hoffentlich fertig ist. Zack.
Wie gesagt, die Dart-Trip wäre optimal für drin. Oder wenn man jetzt halt einen Zaun, nicht jetzt noch einen Zaun drumherum hätte oder noch einen zweiten Kern halt, dass man sobald die durchbrechen, ich hätte halt hier jetzt hier die Blöcke ersetzen können. Also den raus, da diese Dingens rein. Und hier unten, hier halt die Treasure Plate rein. Dass sobald sie durchbrechen, hier reinkommen, knallen die Dinger los. Das wäre so der Plan für die Zukunft. Und dann halt hier die noch auf die Ecken jeweils. Ja. Dann sollte ich eigentlich gar nicht mehr viel zu tun haben, denke ich. Gut, jetzt setzen wir aber erstmal den Landclaim-Block. Dann nehme ich aber mal hier einen Block raus. Nein. So, der hat 4 Stück dran. Ne? Der hat auch 4 Stück dran. Muss also auf jeden Fall noch einen setzen. Und muss den auch cutten hier. Und dahin machen. Welchen hat er denn jetzt weggenommen? Hat der noch einen frei? Dann hätte ich mir den ja schenken können hier. So müsste jetzt alles natürlich nicht schlecht, wenn jetzt mal eine zum Böse hier lang kommen könnte und auf die Treasure Plate gehen würde. Weiß auch nicht, was ist, wenn ich da drauf schieße. Hey, wie ihr seht, ja instant. Problem, ihr habt es ja gesehen, sobald die runter sind. Schießen die natürlich auch nicht mehr. Deswegen, man muss die schon da hinsetzen. So wird es das gar nichts bringen. Respekt. Ich meine, es kommen ja immer mehr. Also es wird schon was bringen. Kommen ja nicht nur, bei uns kommen ja 16 gleichzeitig. Ja, 32 gleichzeitig. In den ersten Wellen. Wir lassen es mal. Aber wie gesagt, das wäre so die Sache für hier drin, ne? Kommt natürlich noch auf die Haltbarkeit an. Aber da muss man halt... die ganze Außenwand 2 machen anstatt nur ein. Wäre jetzt auch nicht das Problem. Aber doch, das ist gut. Das gefällt mir für echt, wenn sie wirklich so als Notfallding, wenn sie durchbrechen. Oder man könnte, hätte natürlich auch hier die wegmachen können. Diesen. Den schmalen, genau. Ja, das hätten wir machen können. Das wäre gar nicht schlecht gewesen. Oder halt einfach die Ecken ein, rausziehen jeweils. Das wäre noch besser. Ja, aber gut. Wir werden es mal so... so angehen. Wie gesagt, es wäre schön, wenn wir hier noch ein paar kriegen würden. Nochmal 4. Was sagt die Power? 99 Grad mal. Können wir locker noch 4 machen. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie lange sie halten. Das werden wir dann halt sehen. Ja, auch Stil. Alles kostet Stil. Ey. Und elektrische Parts brauchen wir auf jeden Fall noch welche. Ich habe alle verballert.
Dann werden wir das hier auf jeden Fall auch noch brauchen. Gut, ich mache hier auch noch mal eben Kisten wieder hin. Ja, ihr seht schon, das hätte halt das alles eine Etage tiefer gemusst. Dass man hier sich vernünftig bewegen kann, was jetzt schon ein bisschen schwierig ist. Wenn ich jetzt hier noch wieder drei Kisten hinsetze, wird es noch schwieriger werden. Aber egal, wir werden es so aus antesten halt. Des Weiteren wäre natürlich noch schön von innen nach außen Licht. Aber haben wir ja auch schon keinen vernünftigen Platz mehr für. Aber ist natürlich auch super, da ich in meinem anderen Spiel auch jetzt so weit bin, dass ich mir das Ding bauen kann. Oder sowas halt vom Prinzip her. Und dann kann ich das gleich von Anfang an mitbedenken. Wird jemand essen? Ja, wir spielen jetzt auch nur auf Survivalist. Also, dann sollte das mit der Horde gar kein Thema sein. Gut. Gunpowder schmeiße ich gleich beim Händler an. Hätten wir das Ding jetzt mitnehmen sollen hier. Was ist jetzt los? Ja, brauchen wir ja auch. Und dann brauchen wir nochmal Stil. Mach mal 25. Und so. Fünf Minuten. Nur noch Eisen. Nee. Zack. Hier brauchen wir noch 203. Naja, gut, besser wie nichts, ne? Ist soweit oder was? Ich dachte, den hätte ich schon in der Tasche. Nun aber. So, perfekt. Schon wieder eine Schreiflaume am Start. Ja, wo die Munition reicht auch. Also, das können wir uns schenken zum Händler. Wie gesagt, Shotgun Moon wäre wichtig. Hier machen wir jetzt nochmal 200. Das sollte eigentlich langen alles. Jetzt können wir mal scrabben. Jetzt haben wir hier noch. Können wir auch mal scrabben. Das auch. Gut, Fässer haben wir auch ohne Ende. Könnten wir zur Not nochmal 5 verticken. Das brauchen wir leider zum Aufwerten draußen. Pistole haben wir ja auch noch. So. Kann die doch definitiv weg. Können wir die auch noch verticken. Zack, perfekt. Ja, wenn ihr halt eine Battery Bank habt, ist es halt geräuschlos, ne? Macht nicht so ein Terz. Crossbow Bolts haben wir auch noch. Wollen wir auch nichts machen. Das kann gleich alles nach oben rein. Ja gut, Leute. Der ist auch noch hier zugange. So viel können wir gar nicht mehr verbauen.
Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen zum Reparieren. Ja gut, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Stein klopfen. Wieder ein klein bisschen kürzere Folge. Aber ist nun mal so, wenn wir immer eine Stunde nur den Tag haben. Braucht euch jetzt nicht mit angucken, wie ich hier noch Stein haue. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns um 6 Ingame-Zeit wieder. Wir werden gucken, dass wir noch ein paar Komponenten kriegen. Dass wir noch 2, 3, im Idealfall natürlich 4 von diesen Blade-Traps hinkriegen. Gut, das ist der Plan. Wie immer, lasst mir gerne einen Kommentar da, würde mich darüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.